Ich war mir am Anfang gar nicht sicher, ob es schon losgeht. Was passiert jetzt hier? Kann ich drauf treten? Ganz schön viel Nebel. Dann kam von oben einfach nur ein Schein erstmal. Stand schon eine Person drauf und man hat gesehen, da passiert was am Boden, wenn die da geht. Dass praktisch Kreise entstehen um einen rum, die einen verfolgen. Und dann warst du Teil der Installation und warst so, okay, was passiert? Im Vorfeld habe ich mich tatsächlich nie mit dem Wort Würde befasst. Würde bedeutet für mich, die Person zu sein, die ich sein kann. Dass jeder so leben kann, wie er es möchte. Es ist ein immanenter Schutz, der tagtäglich auch mir das Gefühl gibt, ich kann mich frei bewegen. Die Würde ist ein angeborener Teil. Das Recht, da zu sein, zu existieren. Der Mensch zählt. Der Mensch zählt grundsätzlich. Ohne die Würde des anderen zu respektieren, geht es einfach nicht miteinander. Ist einfach so. Man muss natürlich ab und zu mal dafür kämpfen, aber es ist vorhanden, dieses Grundrecht, und es steht jedem zu. Das finde ich auch gut, dass dieses Gesetz für alle ist, egal welcher Herkunft. Jeder kennt diesen ersten Artikel, aber darüber wirklich nachzudenken, was bedeutet dieser Artikel, was ist denn Würde, ist eine Frage, die man sich immer stellen sollte.